So, willkommen zurück zu Mass Effect 3. Große Finale. Episch. Okay, Raketenbasis sichern. Okay, wir müssen die Raketenbasis sichern. Schmeckt mal Granate. Da ist die Artillerie! Aber die Kompanie wurde ausgelöscht. Commander, hören Sie mich? Major, wie ist die Lage? Edi, hören Sie mich? Jawohl, Commander. Irgendwelche Vorschläge? Ich könnte die Systeme der Normandie verwenden, um die Zielsuche der Raketen zu verbessern. Ausgezeichnet. Sie müssen einen Link von den Raketensystemen zur Normandie öffnen. Wird gemacht. Warten wir es ab. Hammer! Hier ist Admiral Anderson. Die Reaper-Bodentruppen machen einen Vorstoß. Stellen halten und die Panzer beschützen, bis wir zum Schuss kommen. Sie haben es gehört. Bereit machen. Da sind sie! Schön brennt. Brennt schön. Mal wieder zu mir. Commander, wir haben versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben unsere Tracks zerstört. Unsere Stellung wird überrannt. Ihre linke Flanke ist offen. Sie kommen in ihre Richtung. Tut mir leid, Sir. Achtung, Leute, da kommen noch mehr. Scheiße, wir sollten unsere linke Flanke decken. Ah, da, von links. Oh, da kommt eine Banty. Ich hab noch kaum noch Ammunition, ey. Fuck!
Waren das jetzt alle? Oder kommen da noch welche? Commander, Zielerfassung umprogrammiert. Raketen können abgeschossen werden. In Ordnung. Sie haben's gehört. Zurück zum Truck. Getroffen. Was ist passiert? Der Reaper ist noch zu nah an dem Strahl. Wir haben nur noch zwei Raketen. Und wir haben nicht mal eine Delle gemacht. Der Reaper muss aus dem Einflussbereich des Strahls raus. Und näher zu uns. Bei der Göttin. Noch mehr? Alle durchhalten. Wir schaffen das. Okay, noch mehr. Noch mehr. Sieh es durch. Da kommen sie. Ja, übertreibt's nicht. Übertreibt es doch nicht. Boah. Erstmal zurück hier. Boah. Alter, Alter, ja komm, übertreib es nicht. Heuschrecke. Deswegen einen einzigen Medikit muss ich. Ah, Medikit. Wow. Ich glaube, ich hätte wirklich Zwiebiotika mitnehmen sollen, ey. Verdammt, ist das krass, ey. Ey, die setzen all ihre Einheiten jetzt ein, ey. Boah, ey, das ist wie ein Überlebenskampf hier, ey. Ho, voll abgeblockt. Thank you.
Dann lad schneller. Alter, wie viel von euch kommen noch? Alter, ich raff's nicht. Der Störer ist in Reichweite. Raketen sind abschussbereit. Verstanden, Edi. Ich renne mal. Ah! Bah! Verdammte Vibration, ey. Tiersuchsystem online. Reaper in Reichweite. Jawohl, das hat gesessen. Er geht runter. Feuern Sie auf alle Drohnen. Jawohl. Großartig, super. Ein Zweiter Reaper zerstört, ey, das ist geil. Zerstörer neutralisiert. Gute Arbeit, Edi. Shepard, wir sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Verstanden. Shepard, hier drüben. Gut, Sie haben es geschafft. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Aber natürlich. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse, einschließlich des Vorboten, das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Des Vorboten? Dadurch kann Hackett den Tiegel in Stellung bringen. Wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe. Herausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut. Dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Der Vorbote. Aus den Kollektoren. Den haben wir doch eigentlich getötet. Was kommt noch hier? Kollektoren? Meine Fresse. Noch eine geile Ladesequenz. Oh, was ist das? Ach, das ist der Tiegel. Jetzt oder nie, Admiral. Es geht los. Bestätige. Ich gebe den Befehl. An alle Schiffe. Hier ist Admiral Hackett. Tiegel ist unterwegs. Ich wiederhole, Tiegel ist unterwegs. Geil. Um jeden Preis beschützen. An alle, jetzt geht's. Das Ding sieht aus, ey. Ist das geil. Ich bin stolz auf Sie alle. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Niemand schafft's allein. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Ist das der Vorbote?
so aus. Los! Das heißt, es ist nur bloß laufen, laufen, laufen. Gar nicht von den Strahlen erwischen. Wow, 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 wow. WTF. Das war krass. Das war da verdammt nah. Scheiße. Boah, WTF! Wow. Okay. Komm. Das schaffst du. Typischer Mordor. Komm. Oh, super. Oh, das ist laut. Patriot. Alter. Gott sei Dank bin ich das nie. Ist es vorbei? Ja, ich bin noch am Leben. Oder sie ist noch am Leben. Anderson. Auch hier oben? Ich bin ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Oh, glaube ich. Wie sieht es denn bei ihnen aus? Auch beschissen. Es ging mir schon besser. Ich fühle mich wie tot. Lebe aber noch. Es ist dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Anlage auf der Erde. Hier oben werden die Leute verarbeitet. Das ist doch pervers. Ich gehe weiter. Je früher wir diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Wir rühren die nicht ewig weiter. Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss ein Teil der Citadel sein, in dem ich noch nie war.
im Ausgang. Verdammt! Alter, voll Blut laufen wir hier ganz, ganz gechillt und sagen, ach, und scheißegal. Und trotz Verletzung laufen wir einfach hin. Geschillt laufen wir einfach hier weiter. Uns interessiert das gar nicht. Ich habe gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Ich sehe was. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Anderson? Verdammt. Boah, die bewegt sich kaum noch, ey. Guckt das euch an. Ey, es ist sowas von interessant, ey. Oh, fuck, ey. Scheiße. Kann man nur sagen, scheiße. Okay, gespeichert. Sehen voll Blut aus, ey. Was Hölle? Der Unbekannte. Sichert das Überleben. Kontrolle über die Reaper. Und über sie, falls nötig. Sie kontrollieren sie. Das glaube ich nicht, Anne. Sie verstehen es nicht. Mich zu kontrollieren ist nicht dasselbe wie bei einem Reaper. Etwas mehr Vertrauen. Als die Menschheit die Massenportale entdeckte, als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt, wollten einige die Portale zerstören, aus Angst vor dem, was wir finden und vielleicht hereinlassen sollen. Aber sehen Sie doch, was die Menschheit erreicht hat. Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt. Und die Reaper werden das erneut für uns tun. Tausendfach. Aber nur wenn wir ihre Fähigkeit zur Kontrolle haben. Blödsinn. Wir vernichten sie oder sie uns. Und diese Chance vergeuden? Niemals. Sie haben diese Macht nicht verdient. Sie spielen mit Dingen, die sie nicht verstehen. Mit einer Macht, die ihnen nicht zusteht. Das glaube ich nicht. Wir können sie kontrollieren. Warum soll sie uns nicht gehören? Weil wir nicht bereit sind. Nein, das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit. Der Unbekannte ist voller Dinner. Es gibt immer Alternativen. Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht. Und ich weiß, dass ich sie mit dem Tiegel kontrollieren kann. Und was dann? Wir können sie beherrschen. Ich sehe, was sie mit ihnen gemacht haben. Ich habe genommen, was ich wollte. Es zu meinem gemacht. Hier geht's nicht um mich oder sie, sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle. Er hat Unrecht. Hören Sie nicht auf ihn. Auf wen würden Sie denn hören, Shepard? Eine alte, sture Soldatin, die die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht. Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Wenn wir die Reaper vernichten, endet es heute. Aber wenn Ihre Kontrolle scheitert... Aber ich kann... Würden Sie die Existenz der Menschheit darauf setzen? Ich weiß, dass es funktioniert. Es geht nicht. Stimmt's? Sie lassen es nicht zu.
Nein, ich habe die Kontrolle. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ihre Worte sagen alles. Sie sind indoktriniert. Nein, nein. Sie beide sind so selbstgerecht. So eine Macht bekommt man nicht geschenkt. Man muss Opfer bringen. Sie haben zu viel geopfert. Shepard, ich wollte nur die Menschheit schützen. Der Kiegel kann sie kontrollieren. Ganz sicher. Ich muss nur... Es ist nicht zu spät. Gehen wir. Den Rest machen wir. Das kann ich nicht tun, Commander. Natürlich nicht. Sie gehören jetzt Ihnen. Sie machen alles zunichte, was ich erreicht habe. Das lasse ich nicht zu. Sie gehören jetzt Ihnen. Sie sind nicht mehr Sie selbst. Sie wurden übernommen. Nein! Sie haben versagt. Und Sie werden als eine meiner größten Enttäuschungen sterben. Vergiss es, Junge. Scheiße, ich hätte Anderson wiederbelebt. Am Leben gelassen, aber ist egal. Fuck. Wie kann das nur bloß so alles enden, ey? Meine Fresse. Du bist gestorben. Das ist es, Leute. Yes. Ist es jetzt zu Ende? Ist es jetzt wirklich zu Ende? Das sieht so geil aus. Boah, schlaf jetzt bloß nicht ein. Na los, komm schon. Commander Shepard. Ich sehe nichts. Ich bin nicht sicher, wen. Commander. Was so? Hä? Okay. Noch nicht zu Ende. Ich meine jetzt hier King Cut. Das ist so geil. Hä?
Das ist doch das Kind, das verstorben ist. Wachen Sie auf! Was? Wo ist das? Auf der Citadel, meinem Zuhause. Wer bist du? Ich bin der Katalysator. Ich dachte, die Citadel wäre der Katalysator. Nein, die Citadel ist Teil von mir. Ich muss die Reaper aufhalten. Kannst du mir helfen? Vielleicht. Ich kontrolliere die Reaper. Sie sind meine Lösung. Die Lösung? Wofür? Das Chaos. Das Chaos? Die Erschaffenen rebellieren immer gegen ihre Schöpfer. Aber wir können das verhindern und die Ordnung für den nächsten Zyklus wiederherstellen. Indem sie organisches Leben auslöschen? Nein. Wir ernten entwickelte Zivilisationen und lassen die Jüngeren in Ruhe. So wie wir beim letzten Mal ihr Volk am Leben gelassen haben. Den Rest haben sie getötet. Er durfte aufsteigen und Platz machen für neues Leben. Das alte wurde im Reaper-Form gespeichert. Wir behalten lieber unsere eigene Form. Nein, das geht nicht. Ohne unser Eingreifen zerstören die synthetischen Wesen die organischen. Durch den Zyklus kann das niemals passieren. Das ist die Lösung. Sie werden das nie verstehen. Aber sie nehmen uns unsere Zukunft. Und damit auch jede Hoffnung. Und ohne Hoffnung könnten wir auch eine Maschine sein, die nur ihre Programmierung erfüllt. Es gibt Hoffnung, mehr als Sie ahnen. Dass Sie hier stehen, als erstes organisches Wesen überhaupt, beweist das. Aber es heißt auch, dass meine Lösung nicht länger funktioniert. Und jetzt? Wir finden eine neue Lösung. In Ordnung. Aber wie? Der Tiegel hat mich verändert, neue Möglichkeiten geschaffen. Aber ich kann sie nicht umsetzen. Ich weiß, dass sie uns vernichten wollten. Sie können alle synthetischen Leben auslöschen, wenn sie wollen. Schließlich der Gen. Und den Großteil ihrer wichtigen Technologien. Einschließlich der für sie so wichtigen Portale. Sogar sie sind zum Teil synthetisch. Aber die Reaper werden vernichtet? Ja, aber der Frieden ist ohne Bestand. Bald erschaffen ihre Kinder erneut synthetische Wesen. Und das Chaos kehrt zurück. Mag sein. Oder glauben Sie, uns kontrollieren zu können? Der Unbekannte. Aber ich kann. Ja, aber er hätte die Kontrolle nie erlangt, weil wir bereits ihn kontrolliert haben. Was passiert mit mir? Sie werden sterben. Sie kontrollieren uns, aber sie verlieren alles, was sie haben. Einschließlich der für sie so wichtigen Portale. Aber die Reaper gehorchen mir? Ja. Es gibt eine andere Lösung. Nämlich? Synthese. Synthese? Und das wäre? Die Verschmelzung ihrer Energie mit dem Tiegel. Alles, was sie sind, wird absorbiert und dann losgeschickt. Okay. Die Kettenreaktion gibt allem synthetischen und organischen Leben ein neues gemeinsames Gerüst. Eine neue DNA. Ich weiß nicht. Warum nicht? Sie sind selbst zum Teil synthetisch. Könnten Sie sich davon trennen? Also.
Also leben wir einfach weiter. Zusammen. Der Zyklus endet. Synthese ist die letzte Evolutionsstufe des Lebens. Aber dafür brauchen wir uns gegenseitig. Sie kennen die Risiken, wenn sie weitermachen. Sie kennen die Risiken, wenn sie weitermachen. Die Wege sind offen. Aber Sie müssen entscheiden. Links, rechts oder Mitte. Das ist eure Entscheidung. Ich wähle den Weg der Mitte. Wir werden nun einen unserer besten und der letzten Ära sein. Es tut mir leid. Wir haben jedes verhofft. Aber wir werden wohl oder übel von dieser Welt sterben. Es ist immer eine schwere Entscheidung. Denn das Rechte ist immer die Verderbe, Linke ist das Vorbild. Aber Legende. Medaille für lange Dienstzeit. Zitadelle wird zerstört. Normandie ist abgestürzt.
ist jetzt vorbei. Das ist die Lava. Anscheinend ist es jetzt vorbei. Die Normandie ist irgendwo abgestürzt. Malina Shepard hat sich für die Mitte entschieden. Und die Credits. Ja, ich glaube, dieses Projekt ist abgeschlossen. Und zwar ein Blind-Projekt. Meine Fresse. Alter. Oh, ich fress einen Ast, ey. Das war richtig cool. Ich glaube, ich lasse die Credits auch noch hier, um euch noch was zu sagen über dieses Spiel. Sehr empfehlenswert. Also wer für das Gute ist, soll links nehmen. Für das schlechte Ende das rechte. Und für das andere Ende, nämlich die Mitte. Also ich habe die Mitte genommen. Ja, wir sind... Ja, Malina Shepard gibt es leider nicht mehr. Das bedeutet, damit ist die Trilogie beendet. Und wir sehen uns. Ich glaube, ich... Kann ich... Ja. Also wir können die Trilogie zu Ende machen. Oh. Ein Ending? Cool. Ist das wirklich alles geschehen? Ja, aber einige Einzelheiten sind verloren gegangen. Das alles geschah vor sehr langer Zeit. Wann kann ich zu den Sternen? Eines Tages, mein Kleiner. Was wird dort sein? Was du dir vorstellen kannst. Unsere Galaxie hat Milliarden von Sternen. Jeder davon kann zahlreiche Welten haben. Auf jeder Welt könnte eine andere Lebensform existieren. Und jede Lebensform hat eine eigene Geschichte. Erzähl mir noch eine Geschichte über Shepard. Es ist schon spät, aber... In Ordnung, nur noch eine. Nicht das Ende? Ja, es ist vorbei. Commander Shepard hat die Reaper-Bedrohung beendet und ist damit zur Legende geworden. Bauen Sie diese Legende durch Weiterspielen und herunterladende Inhalte noch weiter auf. Ja, wir haben es geschafft. Das Spiel ist zu Ende. Und das sind 3 Teile. Was wird passieren, wenn wir das andere gemacht haben? Dann wären wir vielleicht noch am Leben. Ja, von wegen, wir sind noch... Es ist... Ha? Von wegen, wir sind noch da. Oh, okay. Ja, ich glaube, das war Mass Effect 3. Ich glaube, euch hat's gefallen. Es ist zu Ende. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Part von irgendeinem Spiel. Also, ja. Ciao. Man sieht sich.